Hallo und herzlich willkommen YouTube. Hi, was geht? Der Grind ist soweit vorbei. Wir können voll in Gotham Knights durch die Story pumpen. Denn ich habe onstream schon gemerkt, dass das Schlimmste haben wir hinter uns, was den Grind angeht. Und ab jetzt heißt Story durchpumpen. Hättet ihr wahrscheinlich sowieso nicht mitbekommen. Also gehen wir da jetzt voll rein. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Mit viel Glück gibt es jetzt sogar die nächsten Tage zwei Videos pro Tag. Aber das sehe ich je nachdem, wie viel ich heute aufgenommen bekomme. Also mache ich euch wahrscheinlich jetzt leere Versprechungen. Tut mir leid. So. Ich habe neue Infos an die Tafel gepinnt. So, also, wir sind wieder im Glockenturm. Und wir haben die Freeze-Story und wir haben die Cobblepot-Story jeweils angefangen. Cyberkriminellen verschworen, um Geräte im Wert von mehreren tausend Dollar aus der hochsicheren Einrichtung zu stehlen. Und damit starten wir mal die Freeze-Story. Und Freeze ausschalten. Wort der Forscher. War reine Bosheit. Na, Jason ist einfach richtig motiviert. Er meint, es sei Batmans Schuld. Bruce hat ihm ein Heilmittel versprochen. Und im Gegenzug sollte Freeze sich benehmen. Aber jetzt, wo Bruce weg ist, ist er wieder im Spiel. Was hast du denn? Dem Diebesgut nach will er wohl seinen Exo-Anzug aufrüsten. Und das ist nur der Anfang. Er hat auch Daten lokaler Wetterballons der letzten 10 Jahre heruntergeladen. Gehen wir wieder raus und halten Freeze auf, bevor ihr noch mehr tötet. Ruhig, Tiger. Wir kriegen ihn. Vielleicht ist das genug Training für heute. Der Bad-Computer überwacht die Stadt jetzt auf hohe Konzentrationen von Kryogel. Wir sollten auch Freeze Lakaien beobachten, was leicht sein dürfte, da sie ja alle im Besitz von Kryowaffen sind. Kannst du zumindest nachmessen, wo die Kälte herkommt. Oder wo es am kältesten in der Stadt ist. Okay. Also. Kurz schauen, wie es hier aussieht. Okay. Moment, irgendwas stimmt hier nicht. Ich drücke runter und er geht. Ich drücke hoch und er geht runter. Okay, das ist auch mal was Neues. Gut, dann muss ich mal ganz kurz mit der Maus hier rangehen. Weil da stimmt irgendwie vorne und hinten was nicht. Okay, also wir haben den Stil. Und ich werde mich für Neonschwarz, okay. Was haben wir denn noch? Den neuen Wächter entscheiden. So. Enter funktioniert irgendwie auch nicht. Das ist gerade super spannend, was hier irgendwie geht und was nicht geht. Und vor allem, dass es teilweise irgendwie auf Deutsch und Englisch ist. Gestern gab es nämlich ein Update. Und das macht die Sache gerade besonders spannend. Okay. So, mit Alfred reden. Machen wir. Bla bla bla, Mr. Pinguin Gordon. Wollte nicht reden. Mr. Gordon? Ich habe hier nicht denselben Einfluss wie in Bloodhaven. Es mag überraschen, aber Batman stand zu Beginn seiner Karriere vor ähnlichen Herausforderungen.
Darum konzentrierte er seine Energie zunächst auf andere Bereiche der Stadt. Als sich seine Arbeit herumsprach, wurden die Leute zunehmend kooperativer. Die Stadt. Wir waren so mit Batmans letztem Fall beschäftigt, dass wir Gotham ganz vergessen haben. Gotham weiß nicht, dass Batman weg ist, aber es spürt seine Abwesenheit. Es gab einen starken Anstieg der Bandenkriminalität. Und das, obwohl ich 1000 Patrouillen mache. Wenn wir denen einen Besuch abstatten und uns um weitere Verbrechen kümmern, packt er vielleicht aus. Außerdem gibt es Nachrichten von Lucius Fox und Detective Montoya. Sie können vielleicht helfen. Danke, Alfred. Dieses Publikum will ich nicht enttäuschen. Sie hatten ja noch nie Lampenfieber. Okay. Oh, was haben wir hier? Eine verschlüsselte Nachricht von Fox Tecker. Tut mir leid, dass ich mich nach der Beerdigung nicht gemeldet und keine Blumen geschickt habe. Wenn du irgendwann in der Nähe bist, komm bei mir vorbei. Ich möchte dir gerne persönlich welche geben. Lucius Fox will uns Blumen geben? Kennt er keinen Lieferservice? Wie ich Lucius kenne, hat er vermutlich etwas viel Nützlicheres für uns. Wenn Sie Fox Tecker erreichen, gehen Sie direkt aufs Dach. Aber direkt. So. Entschuldigt. Ich werde jetzt mal den Controller mit Kabel verbinden. In der Hoffnung, dass wir so ein paar Sync-Probleme hier zumindest ausschließen. Also. Dann hören wir uns jetzt mal an, was Detective Montoya zu sagen hat. Wir werden uns die Lucius Fox durchschlagen. Bis hoch zu... zur Harlequin-Mission. Und ja. Hier haben wir noch jetzt Missionen für... verdammt. Für Falcone. Richtig gesehen, ne? Nee, Pinguins kriminelle Geschäfte, genau. Deckt im Laufe der Ermittlungen die Wahrheit auf, genau. Okay. Yep. So, alright. Ich muss auch mittlerweile sagen, dass ich über... diese ganzen Ritterschläge einfach gelernt habe, beziehungsweise die gute Chance hatte, mir alle vier genauer anzuschauen. Ich muss mittlerweile gestehen, der Überfall auf Star Labs war selbst für Freeze mutig. Wir sollten auf das Schlimmste gefasst sein. Dass mir Batgirls Spielstil sogar besser gefällt als der von Nightwing. Moment. Habe ich hier... Nee, ich habe nur 2 Punkte, genau. Und die nutzen wir für... Passive Fähigkeit, die Schadenschance auf kritische Trefferverteidigung. Okay, wenn ich einen Random dabei habe... Ich nehme allerdings den Schwunggewinn mit rein. Und das Trampolin. So, jetzt werden wir mal auf Batgirl wechseln, weil ich weiß, ich habe euch gesagt, hier gibt es Nightwing Playthrough. 260. Aber ich komme einfach nicht drum rum, mit ihr besser klarzukommen. So. Wir haben die Fallakte, wir haben die Schwungfähigkeit, genau, weil da muss ich nämlich hier bei den Fähigkeiten mal reingehen. Geht ja fast,
Die habe ich ja noch komplett gar nicht geskillt. Was ist denn mit mir los? So, passt mal auf. Machen wir das jetzt mal so. Ja, sehr gut. Einmal pro Einsatz beschießt Bad Girls Drohne alle Gegner in der Nähe mit einer großen Schadenswelle. Oh. Okay, da haben wir wieder das gleiche wie bei Nightwing. Dann wollen wir natürlich hacken können. Wir gehen aber auch mal Bonus-EPM. Jagen den Crit hoch. Erhöht Bad Girls Schaden durch einen schweren Nahkampfangriff um 10%. Das wäre auch nicht so verkehrt. Aber wir haben noch zwei. Dann nehme ich jetzt noch ein bisschen Defense. Und... ja, das sieht gut aus. So. Oh, da oben ist eine Zwischensequenz. Yummy. Magst du den neuen Look? Dieser Ort ist bemerkenswert. Und um einiges heller als die Betttöne. Mir gefällt der Glockenturm so. Voller Leute. Bruce gefiele es auch. Ganz bestimmt. Denn das hier ist ihr Zuhause. Es ist schon eine sehr emotional und rührselige... Das ist Gotham auch. Geschichte. Und wie Bruce... werden wir es alle beschützen. Auch wenn ich immer noch nicht verstehen kann, wie Leute immer noch in Gotham leben können. Der Schutz von Gotham ist ein schweres Unterfangen. Master Bruce war sich dessen bewusst. Also hat er dafür gesorgt, dass sie alles haben, was sie dafür benötigen könnten. Das überrascht mich nicht. Okay, ich hab kurz gedacht, ich hätte da oben was gesehen. Also, ich werde mich jetzt erstmal auf eine kleine Patrouille begeben. Vielleicht mache ich nochmal eine Rutsche separat. Bevor ich mich um die Story kümmere. Damit ich sie auf jeden Fall noch aufwerten kann. Und dann... gehen wir in die Story ran. Also nichtsdestotrotz, jetzt kommt erstmal ein Cut und ihr werdet jetzt von mir eins nach dem anderen bekommt ihr hier die Story-Elemente um die Ohren geballert. In dem Sinne, viel Spaß beim weiteren Zusehen und lasst gerne auf jeden Fall auch einen Daumen oben. Das würde mich sehr freuen. Wie ein geölter Blitz. Das meine ich doch. Das ist widerlich. Los, rede mit mir. Gott, schleich dich doch nicht so an. Doch, das ist mein Geheimnis. Nicht die erwartete Fledermaus, aber wenn er dir vertraut, dann tue ich's auch. Ebenso. Ich nehme an, Ihnen schwebt etwas vor. Erklären Sie es. Nun ja. Seit wir Gordon verloren haben, sind einige Polizisten wieder auf der dunklen Seite. Kane gefällt das nicht, aber sie macht nicht viel dagegen. Ich habe davon gehört. Sie ist nicht halb so gut, wie er es war. Ich weiß, dass Batman mit Gordon bei der Polizei aufgeräumt hat, aber jetzt bekommen alle Cops, die damals zu Gordon hielten, ordentlich eins drauf. Mhm. Die Gangs, weil sie sich nicht bestechen lassen.
Und die Einsatzleiter weisen ihnen die schlechtesten Einsätze zu, weil sie allen anderen Ärger machen. In der Hoffnung, dass die Gangs die Drecksarbeit erledigen. Echt grausam. Ich frage das ist nur da keine FBI oder im Auge behalten, wenn sie die Gangs bekämpfen? Ich weiß, dass viele meiner Kollegen Probleme mit den Rächern haben, aber sie brauchen Hilfe. Ich helfe gern. Und alle, denen Gotham wirklich am Herzen liegt, verstehen hoffentlich, dass wir auf einer Seite stehen. Danke. Ich versuche dir jegliche verfügbaren Mittel zum Schutz von allen in Gotham zu verschaffen. Hört sich gut an. Okay. Also, alle Cops, die wir irgendwie sehen, schön beschützen. Das sollten wir auf Dauer hinkriegen. Ah, und zu schützen. Hilf ihnen. Okay. Gut, ist wahrscheinlich einfach so eine dauerhafte Nebenlösung, ne? Aber okay. Ich habe ja noch ein bisschen was vor mir. So, wir stehen am Fuße von Foxtech. Wollen wir uns mal ansehen, welche Art von Blumen wir hier bekommen. Ich hoffe ja auf Tulpen. Tulpen aus Amsterdam. Der schönste Ort, nicht wahr, Mr. Fox? Soll ich noch einen Herzinfarkt erleiden? Batman war ein guter Lehrer, hm? Hat mir viel beigebracht, wie man Verbündete überrascht. Aber leider nicht, wie man überall zugleich sein kann. Jedes Mal, wenn ich weggucke, versinkt alles im Chaos. Das wird schon noch. Der Fledermaus-Nachwuchs ist nicht schlecht, was ich so gesehen habe. Danke? Zu früh dafür. Batman und ich wussten immer, dass sowas passieren könnte. Nach Wayne Tech forschten wir noch weiter. Viele Augen ruhen jetzt auf euch. Aber niemand blickt auf Fox Tecker. Solange ich atme, werdet ihr alles haben, um Batmans Vermächtnis weiterzuführen. Was das angeht. Bekomme ich neues Spielzeug? Oh, Hallöchen. Das ist Lukes Design. Mit diesem Vogel ist man schneller unterwegs. Sieht so ein bisschen aus wie der Gleiter von... Für genau einen Helden. Von Nightwing. Damit sind uns keine Grenzen gesetzt. Wie wär's mit Danke? Herzlichen Dank, Mr. Fox. Lit. Gibt's ihn denn umsonst? Hier drüben. Ich muss dieses Baby ausprobieren. Wo fange ich an? Immer langsam mit den jungen Pferden. Bevor du sie fliegen kannst, musst du den Weg frei machen. Klar, wenn es sein muss. Was muss ich dafür tun? Das GCPD sieht die Auseinandersetzungen auf den Straßen nicht gerne. Sie überwachen den Luftraum mit einer Flotte von Überwachungsdrohnen. Oh, okay. Wenn die nach dir suchen, wenn du starten willst... Dann schießen sie mich ohne zu zögern ab. Was soll ich tun? Als kreativer Programmierprofi könnte man dafür sorgen, dass sie bestimmte Ziele ignorieren. Dafür wären aber Scans aus kurzer Distanz nötig. Ausnahmsweise also alles umpolen. Nicht ums Programmieren kümmern. Ich besorge die Scans, Mr. Fox. Die Cops haben die Stadt in Sektoren unterteilt. Und in jedem ist ein Satz Drohnen aktiv. Ihr könnt in jeder Zone erst fliegen, wenn alle Drohnen dort gescannt sind. Kein Flug, bis die Überwachungsdrohnen beseitigt sind? Kein Problem. Ich schicke die Positionen der Ersten, dann könnt ihr an die Arbeit gehen. Alright.
Wo sind die denn? Mal kurz schauen. Ah, okay. Eins, aber sehr dünn. Ist hier nur einer beim Glockenturm? Da wurde mir jetzt allerdings anderes versprochen. Aber gut, vielleicht ist es auch nur das Erste, ne? Ich muss natürlich auch ein bisschen auf das hören, was mir hier gesagt wird. So, jetzt überlege ich. Ich glaube, ich werde jetzt mal eine Runde in den Glockenturm gehen, mich neu ausrüsten. Und dann können wir von dort aus die Lucius Fox Aufgabe erfüllen. Vielleicht auch noch die anderen, wenn da was freigeschaltet wird, direkt hinterher machen. Denn ich möchte mir dieses ganze Hin- und Herreisen nach Norden, dann nach Süden und dann doch wieder nach Norden zu fliegen, möchte ich mir gerade mal ein bisschen ersparen, damit ich, na, wie sagt man's, damit sich auch das mit dem Schnellreisen lohnt. Also, jetzt geht's einmal im Glockenturm zurück und ich werde allerdings hinlaufen und werde hier noch ein paar Aufträge machen, damit ich noch mehr Materialien und Punkte übrig habe. Und dann sehen wir uns im Prinzip, wenn ich hier rauskomme und direkt mich um die Drohnen kümmern. Also, bis gleich. So. Da sind wir wieder. Dieses Gleiten und Schwingen und Schwingen und Gleiten. Das ist eine Überwachungsdrohne. Scan alle in einem Sektor und schick mir die Daten. Und dann kann ich zurückfliegen, wann immer ich will. Sobald die Drohnen umprogrammiert sind. Ja. Ich habe noch eine Gruppe von Überwachungsdrohnen gefunden. Ich schicke jetzt die Koordinaten. Okay. Verstanden. Ich weiß nicht ganz genau. Ich weiß noch nicht genau, ob ich euch den Weg ersparen soll oder ob ich euch mitnehme. Wahrscheinlich werde ich euch den Weg ersparen. Aber ich finde es eigentlich ganz gut. Ich nutze jetzt mal kurz die Zeit. Ich finde es eigentlich ganz gut, wenn ich jetzt gerade mal auf Batgirl wechsle. Weil mir einfach ihr Spielstil erinnert mich mehr an Batman als der von Nightwing. Klar, kommt ja auch nicht von ungefähr. Aber ja. Okay, da vorne haben wir die nächste Drohne. Oh, das GCPD also gibt sich mehr Mühe. Schild drumrum. Diese Drohnen sind gegen Scans geschützt. Natürlich. Wie komme ich denn jetzt an die Daten? Sie müssen Ihre Schilde abschalten, wenn Sie an einer Station andocken. Das ist eine Chance. Bei deinen Fähigkeiten sollte das kein Problem sein. Wenn die Drohne an der Station hält, kann ich vorrücken. Ich habe verstanden. Ah, okay, die musst du noch fertig labern. Okay. Und fertig. Glückwunsch zu deinem Pilotenschein. Willst du in einem neuen Gebiet fliegen, dann scanne einfach alle Drohnen. Ich übernehme den Rest. Okay, wie viel haben wir denn von denen? Danke, Mr. Fox. Jetzt haben wir den hier unten im Prinzip freigeschaltet. Da ist einer. Hier. Okay, ist wirklich, naja, fast in jedem Bezirk, aber gut. Eine Bowery brauche ich halt auch keinen, wenn ich einen Ottersburg einen habe. Das ist sehr gut. Ja, und da sind wir nämlich genau auf der Rutsche, dass wenn ich den Bristol mache, dass ich die beiden für euch erledigen kann. Und ja, läuft. Sehr cool. Okay. Also erstmal alle fertig machen. Bevor wir. War hier oben nicht noch was? Was Bruce für uns gebunkert hatte? Oder irre ich mich da? Erstmal ein Batarang
wer sich noch nicht aufsammeln möchte. Ah, nein, die Quests, die habe ich noch nicht angefangen. Das verwechsel ich gerade, da komme ich gerade ein bisschen mit dem Livestream durcheinander. Aber gut, ich werde hier meine Rutsche erledigen. Nehme euch mit, so gut es geht. Und hoffe, dass ich nicht nochmal was mit dem Livestream durcheinander bringe, Mann. Das wäre sehr unangenehm. So, wir sind am nächsten Punkt angekommen. Allerdings habe ich gerade noch so meine paar Orientierungsprobleme. Ah, scheiße, das ist gerade weggeflogen. Aber gut, dann campe ich das jetzt hier. Irgendwie höre ich noch eine. Wollt ihr mich überlisten, indem sie zwei Punkte hat? Du hast sie gescannt, ich habe die Daten. So, wo ist die zweite? Ist auf jeden Fall noch ein Platz. Da geht gerade ein Verbrechen ab. Ne, ist die gleiche. Ist das da hinten unsere zweite Drohne? Die hat doch gar kein Schild. Du hast es fast. Versuch's nochmal, aber yes. Gute Arbeit. Ich habe die Drohne boah, programmiert. Das war jetzt aber. Spannend. War ganz schön spannend. Was haben wir jetzt hier für ein Verbrechen? Was geht hier ab? Was geht hier down? Mach dich fertig. Okay, wirklich leise muss ich hier nicht sein. Das ist ja mehr der Vorteil von diesen spontanen Überfällen. Abgepasst hat. Richtiges Pre-Fire hier. Ach, richtig sah nicht dem Typen die Hucke vollgehauen. Gut. Dann schauen wir doch mal, wo ich als nächstes hin muss. Tri-Corner. Ist ja auch nur direkt ums Eck, ne? Du warst ein böser Bube. Und du auch. So, da oben sehe ich schon die erste Drohne fliegen. Was haben wir denn hier? Noch mehr Überwachungsdrohnen. Scanne sie und ich sorge für sichere Flugbedingungen. Das schätze ich mal zu weit weg. Etwas länger scannen. Versuch's nochmal. Okay, die haben wir. Habe die Daten. Wo ist die nächste? Da hinten sehe ich was fliegen. Machen wir nochmal sehen, ob das die zweite ist. Wundert mich nur, dass die hier keine Schutzschilder haben.
erwähne sie vollständig. Das waren alle. Gute Arbeit. Du hast die Flugerlaubnis für das Gebiet. Ja, das ist... Dafür Zeit bin ich nicht genug. So, erstmal die Alte betäuben. Und dann mit einem Schlag einfach die Fresse polieren. Die gehen mir nämlich alle richtig auf den Sack. Puh, okay, nächster Schnellreisepunkt ist ja erledigt. Da kann ich mich... Oh, das ist ja nicht mehr der Norden. Das ist ja erst das zweite Gebiet. Nein. Oh, oh gut. Aber was soll's. Haben wir ja ein bisschen... Also, ich habe meinen Spielspaß. Muss ich so sagen. No? Und da oben sehe ich ja schon die ersten Drohnen fliegen. Auch alle ohne Schutzschild. Der Luftraum wird überwacht. Scanne die Drohnen und ich programmiere sie so um, dass du fliegen kannst. Bin ja nahezu begeistert, überhaupt nicht zum Wegcampen. Finde ich sehr löblich. Du hast sie gescannt, ich habe die Daten. Nur die Frage, ist das die dritte oder ist das die erste? Das ist die erste. Wo ist die dritte? Na. Du musst etwas länger scannen. Versuch's nochmal. Super, du hast alle. Easy. Ich habe sie so programmiert, dass du fliegen kannst. Da ist ein Batarang. Ich würde es so gern sammeln, aber da habe ich euch ja gesagt, da gibt es nochmal einen extra Teil. Nur für die Batarangs. Gucken, ob ich das heute auch noch irgendwann irgendwie aufnehmen soll. Ah, ich liebe das ja, wenn ich über diese Flussmündung drüber gleiten muss. Aber gut, das Problem sollten wir bald behoben haben, sobald wir die letzten drei Schnellreisepunkte freigeschaltet haben. Haben wir keine Sorgen mehr mit den Flüssen. Oh, das Gleiten macht halt schon viel mehr Spaß mit dem Umhang als mit Nightwings Gleiter. Mir aber angewöhnen, dass ich nicht so viel auf den Reisen jetzt hier laber, damit ich die gescheit rausschneiden kann. Sonst werden die Folgen echt elendslang. Und prall gefüllt. Mit Schnibbeldibu und ja. War gerade tatsächlich komisch, weil irgendwie haben gerade zwei Monitore geflackert. Was haben wir denn hier? Noch mehr Überwachungsdrohnen. Scanne sie und ich sorge für sichere Flugbedingungen. So, der hat jetzt wieder ein Schild. Will ich die Verfolgung aufnehmen? Ja, ich will. Der da unten?
Ding ist, ich habe das zwar schon on-stream gemacht, aber die Drohnen verhalten sich leider Gottes alle immer wieder ein bisschen anders. Die haben zum Beispiel mehrere Anlaufplattformen. Und ziehen andere Register. Oh. Du hast sie gescannt, ich hab die Daten. Schön. So, mal gucken, wo du landest. Das ist sehr nett von dir, Lucius Fox. Du bist einfach ein Ehrenmann. Ach, jetzt sind wir ja hier oben. Ja, wenn dem so ist, dann kann ich auch schon mal die Bürgerbedrohung, die Bombenbedrohung im Bürgerchaos abschließen. Sollte sich ja aufgehen. Ich habe mir jetzt auch mittlerweile angewöhnt, bei so größeren Truppen die Gegner zu markieren. Okay, so viel zum Thema unentdeckt bleiben. Hat er richtig gut funktioniert. Das hat ja alles wunderbar funktioniert. Genauso wollte ich das machen. Genau zur nicht. Zeit. Mann, wird echt langweilig im Dorf. Oh Gott, hilf mir! Und an eurer Stelle würde ich jetzt sie direkt aber wegziehen. Nein, bitte. Danke. Habe ich es wirklich jetzt auf die letzte Sekunde gemacht? Tricks mit Bürgern zusammentun für Verbrecherkampf? Du machst Witze, oder? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Habe ich aber on-stream alles auch besser hinbekommen. Ich sehe dich dir gleich in den aktuellen Scanner-Chats oder Polizeiberichten. Ich bin gespannt, ob du mehr erfährst. Heide Witzgeil. Einheiten für Ecke University und North Campus Way. Officers an der Robinson Plaza benötigt. Achtung, bekannte Verbrecher bewegen Diebesgut. So. Aber gut, dass ich vorher noch alle markiert habe. Richtig professionell, damit ich weiß, wo ich reinsneaken kann. Ich halte mich lieber bedeckt. Und dann einfach beim Erstbesten. Vorsicht mit den Kühlboxen. Die neuen Kunden sollen nicht wütend werden. Tja, Kunden. Bevor die kommen, lässt Cobblepot uns kalt machen. Mit dem werden wir fertig. Die Kunden, den will meine Nichte. Mein Fehler war übrigens gerade, dass ich
dachte, ich wäre schon näher dran, um mit Y den Gegner auszuschalten, also zu greifen. Aber das ging sich eben nicht gut aus. Ja, genau da wollte ich hin. Sieht ein bisschen aus wie der Schauspieler von Punisher. Naja, nicht ganz. Spannend wird es jetzt bei den dreien drinnen. Oh, Level up. Level up, Level up, Level up, Level up. Kommt mir schräg vor. Eben schnell mit einem Batarang. Scheint sauber zu sein. Was man dieser Kryo-Container steht, hat auch ganz woanders. Onstream stand er nämlich hier hinten in der Ecke. Sehr abgefahren. Ich soll ihn scannen. Machen wir das mal. Bingo. Ist da ein Herz drinne? Lul. Glockenturm? Das Teil muss dringend wieder gekühlt werden. Dr. Tompkins will Sie treffen. Ich schicke die Koordinaten. Seil ist halt doch mit am schnellsten. Man sich das alles schön reden, wie man will. Schwing ist immer noch der King. Haben Sie einen Termin? Nein, brauche ich nicht. Spaß. Kommen Sie. Was soll ich tun? Rede mit mir. Rede mit mir, danke. Dr. Tompkins, danke, dass Sie reagiert haben. Bei diesen Gangs überrascht mich wirklich nichts mehr. Danke für die Lieferung. Ein Ärzteteam steht bereit. Sie können es gebrauchen. Zum Glück kam es rechtzeitig. Ein Herz für jemand Neues. Seltsam. Für die Rettung. Oh. Scheiße. Du gibst ja schnell auf. So. Ich hau die ganz gut aus dem Leder. Gefällt mir. Oh, wir haben ja hier noch. Wir haben ja hier noch. Und das mache ich ja auch jetzt. Oh, das war ja sogar noch eine Koppelpot-Aufgabe. Ja, ist alles cool. Also, wir gehen jetzt hoch und holen uns den Schnellreisepunkt, machen die Harley Quinn-Geschichte. Vom Rückweg versuche ich, die Geheimidentität zu komprimieren.
kompromittieren. Und dann haben wir's. Geile. Da sind ein paar Überwachungsdrohnen. Scanne sie, um hier fliegen zu können. So, kleine Droni, wo landest du denn? Bitte lande hier. Du hast es fast. Versuch's nochmal, aber scanne diesmal etwas länger. Ja, ein guter Scan. Mann, das läuft mir hier wie am Schnürchen. Nicht gedacht. Das waren alle. Gute Arbeit. Du hast die Flugerlaubnis für das Gebiet. Wuhu! Wir haben eine Flugerlaubnis. Was geht? Der hat nicht jeder in Gotham. Nur ich. Ja. Führe Würfe durch, besiege Gegner mit schweren Nahkampfangriffen. Ich habe mir ja schon mittlerweile fast abgewöhnt, die Dinger zu machen, die Bonusaufgaben. Da ich da doch öfters am Thema vorbeiziehe. Ich wollte ihn doch noch rumwerfen. Naja. Wenn du jemals etwas brauchst, dann melde dich. Alles klar. Definitiv werde ich was von dir brauchen. Oh, was ist das? Pillenfläschchen. Ja, das nehme ich doch mit. Liebe nicht dein Leben. Rekonstruier es. Aber jetzt will ich mal was ausprobieren. Wenn ich mich hier hinporte, dann dürfte ich doch hoch genug sein. Episch. Das war spitze! Ja, ob das jetzt wirklich so viel höher war. Zweifle ich mal, aber immerhin habt ihr es jetzt schon mal gesehen, Chat. Warum sage ich eigentlich Chat zu YouTube? Kommentarsektion. Diese Komprimierungspunkte haben mir gestern onstream ein bisschen den Kopf zerbrochen. Um ehrlich zu sein. Denn die sind etwas. Ja, das ging noch. Ich empfehle lautloses Vorgehen. Wenn sie jemand sieht, sind alle neuen Dateien verdächtig. Verstanden. Danke. Aber die sind etwas. Komm.
Achtung, ich habe die Dateien auf den Server hochgeladen. Verstanden. Und weg. Ich bin Batgirl. Okay. Das hat tatsächlich gut geklappt, aber ab einem gewissen Punkt sind die Dinger echt... Macht dann nicht mehr so viel Spaß, nicht? Ich will unbedingt mal U-Bahn fahren. Situation an. Erstmal den obersten Sniper, das ist der dahinter. Erstmal schalten wir den aus. Dann den auf der Ebene. Oh nein, das war so nicht geplant. Das war so gar nicht geplant. Bin ich denn jetzt da vorbeigesprungen? Oh, warum springe ich denn da direkt ins Feuer? Oh je. Was ist denn da gerade jetzt eigentlich schiefgelaufen? Ich hab den ganzen Arsch voller Batarangs für euch. Wenn die denken, die können mir noch eine zweite Heilung aus den Rippen leuern, dann haben die sich geschnitten. Weiß ich auch nicht. Bleib einfach wachsam. Cobblepot tut nie etwas, von dem er nicht auch profitiert. So. Okay. Was ist denn jetzt hier? Phase. Okay. Erstmal den letzten. Ist der letzte, ne? Ist der letzte. Schnellreisepunkt, den holen. Moment. Oh, man. Ja, okay. Kann ich mich ja dann per Schnellreise hinsippen? Da habe ich nämlich was vergessen. Okay. Hol mir erstmal den letzten Schnellreisepunkt. Was haben wir denn hier? Noch mehr Überwachungsdrohnen. Scanne sie und ich sorge für sichere Flugbedingungen. Guter Scan. Habe die Daten. Na, wo sind die anderen?
hast sie gescannt, ich hab die Daten. Schön. Einen brauchen wir noch. Einer muss noch irgendwo sein. Da. Nee, die habe ich schon. Ich auch schon. Die habe ich schon. Da. Super, du hast alle. Easy. Ich habe sie so programmiert, dass du fliegen kannst. Perfekt. Sehr geil. Jetzt können wir überall schnell hinreisen, wo immer wir hin müssen. Und in der Theorie ist das auch leicht erreichbar. Oh. Das tut so gut. Das tut so gut. Lass mal schön die Beute da, wo sie ist. Ich mag meinen Job. Ja, leider keine Umgebung. Vielleicht hilft das. Glockenturm? Ich habe hier einen Link zur Website von Dr. Q. Sieh dir das mal an. Was für ein Arsch voll Geld, Alter. Ich schau's mir an. Das kann einfach nicht gut enden, oder? So, damit sollte ich jetzt die Bürgerquests erledigt haben. Und dann wäre das nächste Ziel wäre jetzt Cobblepot. Da ich allerdings befürchte, dass... dass der Teil eh schon sehr lang ist, mache ich jetzt hier mal einen kleinen Cut. Gehe mal wieder in den Glockenturm zurück, werde mal aufleveln, werde mir was zu trinken holen. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis später.